Moin moin, ich bin's euer Jack mal wieder. Und zwar heute eine extrem fröhliche Nachricht. Und zwar, ich habe 1000 Abonnenten. Das ist einfach nur krank. Das ist unglaublich geil. Des Weiteren habe ich auch schon über 1000 Likes auf meiner Seite. Und ich honoriere das extrem, weil es ist viel Arbeit. Die Arbeit hat man sich gemacht. Ja, man muss schon sagen, ich hatte einen gewissen Vorteil gegenüber anderen YouTubern vielleicht. Dass man sagen könnte, okay, du bist ein Hamburger Hänger, da kriegt man das leichter mit oder man interessiert sich schneller dafür, weil wenn du das gut machst, dann passt das so. Aber mir ist aufgefallen, dieser Boost, der war am Anfang. Und danach musste ich konsequent für euch entweder Arbeit abgeben, also gute Arbeit, oder ihr habt immer gesagt, ist scheiße. Und dann dachte ich mir, gut, versuche ich es mit der guten Arbeit. Und es hat funktioniert und es freut mich. Ihr seht hier ein Gameplay von mir und ein paar Freunden, wie wir hier Nuketown Sprengkommando spielen. Das endet mit einem 41 zu 9. Ich habe hier die Spot mit Schaft und erweitertes Magazin. Die Perks sind, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, Hardliner, Zähigkeit und Extrembedingungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hier Double War Talk hintereinander. Ich liebe diesen War Talk, der ist unglaublich geil. Aber jetzt eigentlich zu meinem eigentlichen Thema und zu meinem Special. Also Leute, es ist ein ernstes Special, dachte ich mir, weil ich mache immer so gute Laune, immer hier alles schön und toll. Und ich dachte mir, diesmal mache ich ein ernstes Special. Und zwar, wie wirst du besser in Call of Duty? Denkt sich jeder, aha, jetzt kommen wieder irgendwelche Tricks oder Tipps oder keine Ahnung was, so wie Jack es halt immer macht. Ja, es ist ein Tipp an euch, aber der ist nicht so, wie ihr denkt. Und zwar, wie soll ich es am besten erklären? Ganz einfach. Ihr könnt natürlich gut spielen oder ihr werdet Pro-Gamer oder immer besser, wenn ihr natürlich am Ball bleibt, euch konzentriert und euch Mühe gibt und jetzt auch das Wichtigste, mit dem Kopf bei der Sache seid. Und jetzt kommt eben der andere Aspekt von, wie werde ich ein guter Spieler? Viele Leute, oder sehr, sehr viele Leute, sind, ich sag es mal, emotional gesteuert. Eigentlich fast alle Leute sind emotional gesteuert. Außer echte Profis, die schon Profis sind, können oft, also können Emotionen und ich sag mal Business oder hier Gamen oder sonstiges trennen. Aber die meisten von uns sind halt anders. Und wie soll ich das erklären? Deswegen auch ein ernstes Special. Und zwar, um besser zu werden, musst du mit dir selber mal aufräumen. Musst du mit dir, mit deiner Person auseinandersetzen. Musst du dich mit deiner Umgebung, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deiner Freundin oder mit deinem Freund auseinandersetzen und einfach mal einen klaren, freien Kopf bekommen. Weil mir ist aufgefallen, es ist nichts wichtiger, als einen absolut freien Kopf zu haben, wenn du spielst. Ich nenne mal so ein Beispiel von mir. Wenn ich in der Prüfungszeit bin und ich spiele, dann merke ich das. Wenn ich zum Beispiel wenig bis gar nicht gelernt habe, ich weiß, es klingt komisch, spiele ich auch schlecht. Weil mein Unterbewusstsein mir dieses unglaubliche schlechte Analgefühl gibt. Dieses, du hast nicht gelernt, du bist nicht ganz bei der Sache, du bist noch nicht fit genug für die Prüfung und dann spiele ich auch schlechter. Ich bekomme auch schneller keine Lust. Ich habe schlechte Laune. Ich bin angespannt. Falls ihr jetzt wissen wollt, was ich überhaupt mache. Ich studiere Wirtschaftsinformatik. Habe jetzt alle Prüfungen bestanden. Auf ein Ergebnis muss ich noch warten. Aber da sieht es gut aus. Habe alle Prüfungen bestanden. Schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Also ich studiere, ja. Und Wirtschaftsinformatik ist nicht gerade das leichteste Fach zum Studieren. Muss man auch mal so am Rande mal erwähnen. Und ich sag mal, ja, ihr hört mich, ihr hört es. Wundert euch nicht. Ist eine Todsünde. Nee, der Punkt ist einfach der. Und wenn ich viel gelernt habe, sondern ich habe den ganzen Tag, war ich fleißig, ich habe was getan, ich merke es, ich habe was getan. Und dann spiele, dann gehe ich voll ab. Warum? Weil ich das Gefühl habe, ich habe was erreicht. Ich habe keine vergrabenen Leichen im Keller, wo ich jetzt noch aufpassen muss. Ah, jetzt habe ich nicht gelernt und so weiter. Und das will ich euch jetzt sagen. Räumt mit euch auf. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie Stress habt in der Schule,
kümmert euch erst um das. Das ist unglaublich wichtig. Spielen macht Spaß, klar. Aber Spielen macht nur wirklich Spaß, wenn du auch gut bist. Und du kannst aber nicht gut sein, wenn du in der Schule einen Haufen Ärger hast. Du kannst nicht gut sein, wenn du Stress mit deiner Freundin hast. Weil das macht dich im Unterbewusstsein einfach im Hintergrund so fertig, dass du Fehler begehst. Du wirst leichtsinniger, du sagst, ach, alles nicht so wichtig eigentlich. Du denkst es nicht in dem Moment, aber du spielst so. Und das merke ich auch bei mir. Und das ist halt ein unglaublicher wichtiger Faktor, diese Psyche, dieses mental gesteuerte Verhalten von uns Menschen. Das ist wirklich etwas, was man nicht unterschätzen darf. Du bist, das, man sollte ja auch, man heißt es ja, Veranstaltung vielleicht noch keinen Führerschein. Wenn du einen Führerschein machst, heißt es ja, man soll nicht Auto fahren, wenn du gewisse Gefühle hast. Wie zum Beispiel direkt nach einem Streit sollst du nicht Auto fahren. Oder wenn irgendwas passiert ist, Todesfall in der Familie, solltest du nicht sofort Auto fahren, wenn es geht. Das liegt einfach daran, dass du nicht bei der Sache bist, weil du etwas tust, etwas Routiniertes, wo du sagst, das kannst du. Und du dann einfach total abschaltest. Du passt nicht mehr auf. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen, um wirklich gut zu werden, räum bei dir auf. Wenn du Stress auf Arbeit hast, setz dich mal einen Tag hin, opfer diesen einen Tag, überleg, warum habe ich Stress, räum da auf. Wenn du Stress mit deiner Familie hast, überleg, warum habe ich Stress mit meiner Familie? Habe ich eine Dummheit begangen? Sind meine Eltern zu Unrecht böse auf mich? Oder was ist hier los überhaupt? Warum hacken alle auf mir rum? Setz dich hin, setz dich mit dem Thema wirklich auseinander. Es muss nicht alleine sein. Nimm dir deinen Freund, deine Freundin, deinen besten Kumpel oder keine Ahnung, irgendwen und setz dich mit diesem Thema auseinander. Und ganz wichtig, klär das Thema. Sag nicht, ja, ich kümmere mich darum, wenn es soweit ist. Dann hast du Stress mit deiner Freundin. Nimm dir eine Auszeit. Sag, hey, ich komme mal am Abend online, keine Ahnung, oder red mit deiner Freundin, klär das. Wenn Schluss ist nach einer Beziehung, dann sag einfach, hey, ich brauche eine Auszeit, ich spiele schon, das ist ja kein Problem, aber sag einfach, ich muss einfach entspannter sein, ich muss versuchen zu gucken, dass ich frei werde von meinen Gedanken. Sei auf jeden Fall nicht aggressiv, sei nicht traurig und erwarte deine Standardleistung. Das ist immer wichtig. Das, was du erwartest von dir und das, was du bringst und was die Umgebung ist. Und der Punkt ist doch eigentlich nur der, du erwartest von dir selber doch immer die beste Leistung, aber wenn die Umgebung nicht passt, wie willst du die beste Leistung bringen? Es geht nicht. Natürlich gibt es manchmal Momente, wo du einfach rockst und Spaß hast. Aber das sind nur die Momente, wo du deine Probleme vergessen hast oder es verdrängt hast. Deswegen ganz, ganz wichtig, macht was aus euch. Wenn ihr Angst habt über eure berufliche Zukunft oder sagt, ja, Schule läuft nicht, ich werde voll der Versager, mir bleibt nur COD, da bin ich doch irgendwie gut, dann werdet ihr auch in COD nicht besser. Ja, und setzt nicht COD als oberstes Ziel, sondern räumt wirklich vor eurer Haustür auf. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und ich verstehe auch schon, wenn manche abgeschaltet haben und sagen, hey, fuck man, was soll das, was erzählt der für eine Scheiße. Aber glaub mir, so funktioniert das. Ich habe früher zu Pro-Gamer, also wirklichen Pro-Gamern, die Geld verdient haben, Kontakt gehabt. Und die haben alle irgendwann aufgehört, natürlich. Und das Alter war meistens, wo sie aus dem Pro-Gaming-Bereich rausgegangen sind, war dann so, ich sag mal, zwischen 21 und 25 Jahren. Warum? Da hat für die Leute das Berufsleben begonnen. Da haben die studiert. Da hatten sie schon die eine Freundin, wo sie sagen, hey, das könnte jetzt eine längere Geschichte werden. Manche haben sogar schon ein Kind bekommen. Und die hatten in ihrem privaten Umfeld so viel um die Ohren, so viel im Kopf zu tun, zu regeln, dass sie eigentlich gar keinen freien Kopf mehr hatten, also wirklich freien Kopf für Call of Duty. Und deswegen will ich euch das unbedingt nahelegen, dass ihr wirklich klärt eure privaten Angelegenheiten und geht dann zocken, dann garantiere ich euch, ihr werdet dann erst 100% spielen, weil alles andere, was ihr aktuell abliefert, ist nur 80%. Und je mehr Stress du hast, desto weniger wird es. Wie gesagt, es kann runtergehen auf 50% und dann sagst du, warum bin ich so ein Noob oder warum ist das hier, warum ist das da? Das ist nur der eine einzige Grund. Und wenn ihr dann wirklich einen freien Kopf habt, zum Beispiel jetzt aktuell, ich hab einen Top-Werkstudentenjob. Ich habe jetzt meine Bachelorarbeit in dieser Firma, es ist eine Bank. Ich bin dann bald fertig mit meinem Studium, will Master machen, es läuft mit dem Team, ich habe Spaß mit dem Team, alles ist gut. Und wenn ich dann spiele, bin ich extrem entspannt und ich spiele auch besser.
Und wenn mich dann irgendwelche Ereignisse ereilen, wie zum Beispiel, ich habe auch in Prüfungen immer nicht bestanden, im Studium, das ist natürlich klar, dann habe ich in der Zeit, so die Tage danach, wirklich habe ich schlecht gespielt. Weil in meinem Kopf so, fuck, ich habe die Prüfung nicht bestanden, ich habe gefailt, spiele ich zu viel, mache ich zu wenig und so. Und deswegen wollte ich euch sagen, macht euch das klar, ganz, ganz wichtig, macht euch das klar, wie ihr, ja, dass ihr wirklich einen freien Kopf habt. Weil nur wer frei im Geiste ist, kann maximale Leistung bringen. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Danke für die 1000 Abonnenten. Ich hoffe auf weitere 1000 Millionen Trillionen Abonnenten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich, kommentiert alles, macht, was ihr wollt. Und Dankeschön. Bis demnächst. Das Spiel ist vorbei. 41,9. Feine Sache. Macht's gut. Danke, Freunde, ihr seid die Geilsten.